Soddele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die in der Better Vanilla Mod hier. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben Tag 14, 13.30 Uhr, das heißt, gleich kommt die Horde. Diesmal haben wir ja ein schönes Dächlein, wo wir das Ganze aussitzen, beziehungsweise ein bisschen was killen können. Hoffe ich zumindest. Ja? Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wir bereiten uns jetzt ein bisschen vor mit Erster Hilfe und so weiter und so fort und sehen zu, dass wir da hinten zum Dach kommen. Ich habe mal unser Inventar hier leer gemacht. Ich habe jetzt keine Quest mehr gemacht. Wir werden auf dem Weg zum Hordendach dann mal gucken, dass wir irgendwo einen Gastritis-Gerd noch finden, damit wir endlich die Quest fertig kriegen. Ja, weil die fehlt immer noch. Ich habe ihn nicht gefunden. Das hier nehme ich jetzt erstmal die 7 Todsünden. Ja, lese ich. Okay, Zombiefutter, du hast die Schatzkarte der Wollust gefunden. Diese Karte zeigt den Standort an, wo sich der Schatz befindet. Viel Glück bei der Suche. Achtung, nimmst du diese Schatzkarte zu nah am Maprand an, kann es passieren, dass der Standort außerhalb der Map spawnt und dann in der Nähe angezeigt wird. Wenn dies passiert, begib dich näher in die Kartenmitte und starte das Spiel neu. Okay. Sollte eigentlich nicht passieren hier bei uns. So, müssten weit genug weg sein. Davon könnte man noch eins mitnehmen. Hiervon könnten wir eins mitnehmen zur Sicherheit. Wir brauchen unsere 9mm Pistole. Die haben wir. Allerdings brauchen wir dafür wieder ein paar Rohre zum Reparieren. Ich nehme hier einfach mal die Hälfte mit. So, dann noch ganz wichtig. Wie viele Steine haben wir hier? Wir haben nicht viele Steine, ne? 192. Es war nämlich der Kommentar, warum brennen wir hier nicht schon mal Steine ein? Haben wir ja ein bisschen, ne? Aber wir haben keine Steine im Moment, weil wir noch nicht wirklich Bergbau gemacht haben. 89 Zement, wie süß, ne? Wie süß. So, wie viele Punkte haben wir? Haben wir Punkte zum Verteilen? Nein, 0. Okay, das heißt, wir haben jetzt unsere AK, wir haben die 9mm, wir haben 5 Rohrbomben, Halleluja. Und das war's. Und ein bisschen was zum Heilen, ne? Ansonsten haben wir nix. Müssen wir mal gucken. Hier ein Laser-Sight könnte schon dran. Der Schalldämpfer könnte auch dran. Aber das ist nur eine 1er. Wahrscheinlich kriegst du nur 1 rein. Verändern. Nein, gehen sogar 2 rein. Perfekt. Wirksame Reichweite 28. Das reicht. Wir sind ja nur auf dem Dach. Später können wir den Schalldämpfer rausmachen. Beziehungsweise packen die ja dann eh wieder weg, wenn wir eine bessere haben. Ne? Da hinten ist der. Das ist doch gar nicht so weit weg, oder? Wo ist das? Da. Oh nein, da kommt wer. Bist du alleine oder ist das eine ganze Horde? Du bist allein. Da, rechts, links, links, rechts. Ah, ich höre schon die nächsten. Nicht, dass das wieder eine Wanderhorde ist. Da ist nur einer. Betty! Hallo, wie geht's dir? Dr. schreibt übrigens, zieh doch in die Wüste und da gibt's doch besseren Loot. Ja, da gibt's besseren Loot, aber da gibt's auch Geier und Hitze und nee, wir bleiben jetzt hier in unserem Häuschen. So, wir können ja später wieder alles erkunden. Ist ja alles kein Problem. So, das heißt 14:36. Hier ist nichts. Wir haben gegessen, getrunken, wir haben alles dabei. Der muss auch noch geladen werden. Da haben wir echt viel Schuss für, aber halt überhaupt keine Mods, nix. Die letzte Popelknarre. Bob, bob. Aber auf geht's, ab in die Stadt. Wir müssen das irgendwie da auf dem Dach überleben, ansonsten haben wir keine Chance. Und wenn die Horde vorbei ist, sind dann die nächsten 7 Tage stehen im Zeichen von Quests, 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 damit wir weiterkommen und damit wir endlich einen Zementmischer bekommen. Guck mal hier, Eisenkohle, alles da. Aber wir haben noch keine Eisenwerkzeuge, wir haben keinen Zementmixer. Das brauchen wir halt ganz dringend. Ja? So, Detania 4 schreibt: Wünsche Ede und allen Edenauten ein entspanntes Wochenende. Wie immer eine tolle Folge. Ich wundere mich aber, warum du Ausdauer beim Radfahren verlierst und ich nicht. Das ist ganz einfach, Tanja. Wahrscheinlich fährst du hier so ganz normal Fahrrad, ne? Mit W nach vorne. Aber guck mal, wenn man Shift drückt, wird man noch eine Nummer schneller. Dann wird man etwas schneller, ja? Aber verliert Ausdauer. Also, wenn ich ganz normal fahre, ohne Shift zu drücken, siehst du, geht meine Ausdauer hoch und geht auch nicht runter. Drücke ich Shift, fängt sie an runter zu gehen, aber ich bin ein klitzekleines bisschen schneller. So, deswegen ist das.
Wunderbärchen. So, da ist das Pass and Gas. Hier ist Baker and Sons. Da waren wir auch schon mal drin. Hier hatten wir alles leer geräumt. So, das ist der Poopy Pants Daycare. Das hatten wir leer gemacht. Hier, Carl's Cars. Da waren wir oben drauf. Ne? Genau. Das heißt, hier müssen wir hin. Wir suchen jetzt nur noch gerade irgendwie hier irgendwo einen Gerd. Aber es ist Totenstille. Kein Mensch da. Die werden alle kommen später. Oder jetzt gleich kommt wieder die Hundehorde. Wir kennen es. Mal auf. Mal auf. Da ist zu. Hallo? Aha. Ja, komm raus. Wollte eigentlich einen Gerd haben und keine Betty. Panik Munition. Uhu. Aber wetten wir. Da auch noch was Gutes. Ich sehe nichts. Leder. Hier gibt's viel Leder. Nein, natürlich kein Gerd. Menno. Komm raus. Komm. Und dann schauen wir mal, was das gibt. Sehr schön. Sehr schön. So. Der Elektro-Ernie. Zack, zack. Sehr gut. Schwupp, schwupp, schwupp. Weg damit. 103 Leben. Wie viel Holz haben wir eigentlich? 61. Wir müssten uns auch noch irgendwie so eine kleine... Gleich eine kleine, 1000? Also kommt was von draußen. 1, 2... Warum kommst du genau hier hin, Skeletor, wenn ich fragen darf? Hast du überhaupt nichts zu suchen? So einen kleinen Unterstand müssen wir uns gleich noch auf dem Dach bauen, falls da Geier kommen. Dass die nur von einer Seite kommen dann. Speere jetzt auf 38. Also die sind nicht schlecht, die Speere hier. Aber wenn das Katana hier so super ist, werden wir, wenn wir Jetons im Überfluss haben, uns mal ein Vergesselixier kaufen und alles neu skillen, ja? Ich hole mal gerade das Holz hier. Das können wir auch noch gebrauchen. Yay. So, der David schreibt, Servus Edu und Edenauten. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wie immer eine schöne Folge. Vielen lieben Dank, David. Vielen lieben Dank. So. Zack. Zack. Sehr schön. Ach, guck mal, da läuft Pamela rum. Da läuft Pamela. Und da ist der Zappel-Philipp. Es muss doch hier irgendwo noch einen Gerd geben. Das gibt's da nicht. Aber vielleicht kriegen wir den ja in der Horde dann. Haben wir die leer gemacht? Nein. Papi, ja. Mal ja. So. Zack. Weg damit. Nur leicht bekleidete Damen laufen hier rum. Kunst des Bergbaus. Okay. So. Aber ich frage mich, warum es hier bis Level 3000 geht. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Da schon wieder ein Skeletor. Ja, was haben wir denn? 16.27 Uhr. Klein Bitzelzeit haben wir noch. Eine Pharmazie. Ich glaube, du stehst dich mit dem Speer echt besser, wenn du die starken Angriffe nimmst. Schon allein, weil du immer die Ausdauer voll kriegst, wenn du einen killst. Schauen wir mal, wie das mit dem Stahlspeer wird. So, da gehen wir jetzt nicht hin. Das hatten wir leer. Das haben wir auch alles leer hier. Perfekto. Perfekto. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal da hoch. Ein Baublock war ja. Wie viel kriegen wir noch hin? 1000? Nee, wir haben 60. Dann machen wir mal 200. So. Dann können wir uns hier gerade hochframen. Irgendwo. War hier nicht wirklich irgendwo eine Leiter oder so? Ich glaube nicht, ne? So.
könnten wir hier einfach... Kann ich die hier drauf bauen? Kann ich. Perfekt. Nee. Gib mal her, machen wir ein bisschen länger. Und dann hier so. Dann wird die Ecke hier einfach zugemacht. Sehr gut. Ich muss aber auch da hoch. So, das kann auch hier raus bleiben. Ich hoffe, hier kommen keine Plasmageier. Total übertrieben. Aber Prepocalypse macht trotzdem Spaß. So, gib her. Sehr schön, dann machen wir hier nämlich einfach so ein Dach drauf. Dann können die immer nur von einer Seite kommen. Sollten uns in Ruhe lassen. Beziehungsweise können wir die dann leichter killen. Schauen wir mal, was das gibt. Mehr wir aufs Maul kriegen, können wir ja nicht. Noch zwei. Fertig. So, dann sind wir hier leicht geschützt. Wenn die Geier kommen, müssen die halt hier reinfliegen und dann können wir sie easy peasy killen. Ich mach mal gerade hier ein bisschen Platz. Alter, macht das Krach. Wie viel hat das überhaupt hier? 1000 nur? Okay, das ist aber nicht viel. Tschüss. Kann man das irgendwie aufwerten? Das hat auch nur 1000. Das ganze Dach hat nur 1000, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. So. Da hinten noch. Kann man das irgendwie aufwerten? Nein, wir bräuchten Pflastersteine. Die haben wir nicht dabei. Super. Okay, die Monikana schreibt, hallo Edo und Edenauten. Also ich freue mich, dir zuzusehen. Wegen mir musst du nicht außerhalb des Videos questen. Langweilig wird es mir bei dir nie. Das ist schön. Das ist schön. Heute machen wir sowieso keine Quest. Wir müssten jetzt warten bis 22 Uhr, damit es hier weitergeht. Und ich hoffe mal, wir überleben das. Ich würde sagen, die kommen jetzt nochmal hier hin, weil die Schaufel werden wir auf keinen Fall brauchen. Oder am besten so rum. Dann haben wir das. Jo, die Fortbits für weniger Schaden. Oh Mann, oh Mann. Vorzugsweise werden wir hiermit schießen. Das wird lustig. Eigentlich ist das gar nicht so schlecht hier, muss ich sagen. Aber 1000 Hitpoints sind natürlich ein Witz, ne? Und wir müssen noch gucken, dass wir diesmal echt mit Klingenfallen und Strom und so weiter arbeiten, ja? Das möchte ich auf jeden Fall, damit wir mal ein bisschen was hier hinkriegen. Aber das ist noch Zukunftsmusik, denn erstmal müssen wir jetzt die Horde überleben. Und dann müssen wir den ganzen Käse erstmal freischalten. Wichtig ist, dass wir mobiler werden, damit wir weiter durch die Gegend düsen können und mehr looten und so weiter. Und dann schauen wir mal, was das gibt. Uwe schreibt noch, MacDiver gleich MacGyver. Er konnte alles mit etwas Kaugummipapier und einer Büroklammer richten. Ja, MacGyver kenne ich, Uwe. Mochte ich nie, aber ich kenne ihn. Aber deswegen MacDiver? Hm, komisch. MacTaucher, okay. Alles klar. So. Ich skippe jetzt mal ganz kurz bis zur Horde. Wir sehen uns sofort wieder. So, da sind wir wieder. Es geht sofort los. Verdammt dunkel hier, muss man sagen. Aber hey, ich bin gespannt. Imina Wolf schreibt, hi Ede, super Stream am Freitag. Und hat er, was? Und hat er die gerochen? Hat er die erstochen? What? Wer hat wen gerochen und erstochen? Hm, komisch. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Wir haben den Game Stage von 54. Also, es sollte schon mehr kommen als bei der ersten, wobei die erste war ja auch schon heftig für Tag 7. Dann schauen wir mal. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass das hier alles nur 1000 Hitpoints hat. Und da hinten kommen sie, glaube ich. Aber die haben hier genug Zeugs zum Randalieren. Natürlich. Waschiwaschi und Rabiata verschwinden direkt auf der Toilette. Wir haben jetzt nicht nachgeguckt, ne? Nicht, dass sie hier doch irgendwo hochkommen. Das wäre natürlich fatal. Ja.
Alter. Nur 80 abgezogen. Hallo? Ich hätte gerne viele auf dem Haufen hier. Für die Rohrbomben. Sind die da? Da hängen die alle. Achtung! Nö, wenn die nicht geskillt sind, machen die ja gar nichts, ey. Das ist ja wohl lächerlich, oder? Ah, guck mal, die ganzen Hundis, wie schön. Lass fallen, lass fallen. Lass fallen. So, ein paar weg. Weg mit den Kötern. Ah! Die ist auch hinüber. Die steht auf. Bleib stehen! Alter, die rennen immer so schnell rum. Da kannst du überhaupt nicht zielen. Echt schlimm. Da hinten haut nur einer. Auf dem Sessel, Wilma. Dann immer nur die 6 Schüsschen und dann musst du so lange nachladen. Bis dahin sind die weggelaufen. Oh, das sind halt die ersten Popel. Nicht geskillt und die ersten Popelwaffen. Da machst du nichts anderes. Limira schreibt ein freundliches Hallo an alle. Ich schaue dich schon lange in diversen Spielen und lande immer mit dir bei 7 Days to Die. Ich finde deine Art sehr gelassen und freundlich. Gefällt mir. Leider bin ich aufgrund meines Jobs ein Konservenzuschauer. Jetzt ausnahmsweise mal aktuell. Freue mich weiterhin von dir sehen zu können. Dir viel Spaß weiterhin und einen lieben Gruß an deine nette Community. Erstmal ein Gruß zurück, Limira. Ja, vielen lieben Dank, dass du trotz Konserven schaust, ja. Das ist doch kein Problem. Genau das ist ja das Tolle an YouTube, ne? Dass du das gucken kannst, wann du Zeit hast. Und da musst du dich nicht für entschuldigen. Dein Job geht immer vor, ne? So. Was bringt es dir, Ede zu gucken, wenn du dann auf der Straße sitzt, weil du kein Geld hast für Miete, Essen und sonst was, ne? Das geht ja nicht. So, also da werde ich euch niemals böse sein, ja? Wenn ihr sagt, so, ich kann nicht live gucken oder sonst was, ja? Job, Familie, Essen, Freunde, geht halt alles immer vor. So, macht mal weg hier. Und wehe, ihr lasst nichts fallen. Haben wir echt mal einen getötet oder immer noch nicht? Hier geblieben! Ha! Ins Knie! Ich gehe am Stock Knie kaputt hier, ne? Wie war das? Muss mal aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Kenn mich ja. Der hinüber? Nein, ist er nicht. Oh, der hat immer noch 59 Leben. Waschi, waschi. Und jetzt rennt der da hinten irgendwo hin, ne? Komm, ich will dich mal um die Ecke bringen hier. Er verschwindet direkt auf dem Klo. Wie gut ist das denn bitte? Kaputt. Dreimal geschossen. Kaputt. Das gibt's doch nicht. Ist er jetzt wieder da hinten? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo er hin ist. Die bauen Türmchen da. Und wieder laden. Alter, das dauert, ne? Der Kick schreibt, hey, kann man eigentlich den Speer noch werfen oder wurde das rausgenommen? Ich finde, ich freue mich auf die Horde. Schon Like ist da, schönes Wochenende allen noch. Dankeschön, dir auch ein schönes Wochenende. Kicks und den Speer kann man nicht mehr werfen. Das wurde geändert. Der hat jetzt auch einen starken Angriff bekommen, wie du siehst hier. Guck, das ist Linksklick, normal. Und das ist Rechtsklick. Er macht auch immer dieses Huahu, ne? Man kennt's. Ah, oh, Mac Speck hängt im Fenster fest. So, laden. Uiuiuiuiui. Ach, mein Headset war wieder aufgedreht. Ich wollte gerade sagen, ist die Musik so laut? Aber nö. Jetzt kommen sie da alle hier hin. Ihr habt echt Langeweile. So, ich meine, wenn das so bleibt, sollten wir die Horde locker überleben. Aber spannend ist natürlich was anderes.
Wir brauchen bessere Waffen. Auf jeden Fall. Da liegt hier was. Wer ist denn da explodiert? Hat der wer am Auto rumgehauen? Oder ist da ein Explodierfuzzi gekommen? Bitte kein Explodierfuzzi, da ist schon wieder ein Hund. Ich hör's doch. Ich mit meinen Schießkünsten hier. Tschüss! Aber das ist gut, wenn die da rumhauen. Dann können wir da einmal versuchen, ein paar um die Ecke zu bringen. Genau so. Was haben wir denn? 0.13 Uhr. Bitte laden Sie nach. Gehen wir was runter. So. Sieht man da einen Turm bauen, ne? YouTube ist kacke. Was ist das denn für ein Name? Schreibt, ich würde mir echt wünschen, wenn die Entwickler das Spiel endlich mal fertig kriegen, beziehungsweise die Konsolenversion auf den Stand bringen, die es auf PC gibt. So, Monika hat die geantwortet, ich will nicht, dass das Spiel fertig wird. Ich feiere jede neue Alpha. Konsole wird es geben, aber nur auf Konsolen der letzten Generation. Also zum Beispiel PS5. Genau, so sieht's aus. YouTube ist kacke. Monika hat dir da schon schön geantwortet. Für die Konsolen wird es auch eine komplett neue Version geben. Also kein Update für die Version, die du jetzt hast, auf der PS4 und so weiter. Zap, die kann man dann auch noch spielen, aber da wird nichts mehr weiterentwickelt. Die bleibt, wie sie ist. Es wird eine komplett neue Version geben für die neueste Xbox, für die PlayStation 5. Wird wohl noch ein bisschen dauern. Müsst ihr euch dann leider wieder neu kaufen. Oder ihr wechselt auf PC, ne? So, was aber wahrscheinlich noch teurer ist, weil vernünftiger PC kostet ja deutlich mehr, als wenn ich mir jetzt das Spiel zum Beispiel dann neu für die PlayStation kaufe. Da gehe ich wahrscheinlich auch mal wieder von 70 Euro aus, aber 70 Euro hat man schneller angespart als einen dreistelligen Betrag für einen PC, ne? Vierstelligen auch sogar. So, sogar eher. Ich würde sagen, für einen richtig guten PC musst du über 1000 Euro bezahlen. So. Bitte keine Gaming-Schreibmaschinen vom Mediamarkt und Co. kaufen. Ist immer so geil. Da hast du da eine leuchtende Maus und so weiter bei, ja, und schon ist es ein Gaming-PC. Weil die Maus leuchtet ja, ne? So ein Kack. Da hinten sind sie dran. So, was haben wir denn noch? 142 Schuss hier. Mac, Speck, Deck, Deck, Deck. Wird geschützt von Waschi Waschi. Er stellt sich gnadenlos davor. Aber so viel ist es nicht, muss ich sagen. Ne? Letztes Mal war mehr. Warum schieße ich eigentlich da auf den Tisch? Wie, es kommt wieder eine Hundehorde jetzt nach der Horde. Wobei, diesmal haben wir ja eine AK, da geht das. Lass die Wände ganz, Rabiata. Wisst ihr, was ich gleich mache nach der Aufnahme? Mein Mauspad sauber. Es ist furchtbar. Ihr merkt, ne, wie schlecht ich hier die Maus bewege. Das ist, weil ich immer Widerstand habe auf meinem Mauspad. Wahrscheinlich ist da so viel Dreck drauf, dass man sauer machen muss hier. In den Pobbles, in den Arm. So. Hallo, niemand hier? Nein. Bleib hier, Krause. Geh nicht weg. Aber bisher kein Geier, ne? Wir haben echt Glück. Aber unsere 300 Schuss sind gleich weg. Das ist viel schlimmer, ey. So. Die AK lasse ich extra zurück, ne? Vielleicht brauchen wir die für Notfall. Oder für die Hundehorde, die ja wieder nach der Horde kommt. So rum. Elektro-Erni. 169 von 309. Alter, ich geh kaputt. Ja, gar keinen Schaden mit dem Ding. Da kannst du echt dir die Munition sparen. Ja. Und wieder kaputt.
Aber hey, bisher haben wir noch nichts abbekommen. Das ist gut. Das ist gut. Ich tue hier gerade mal auf mehr Anzeigen klicken. So, so. Wunderbar. Die Rabiata-Schwestern hier. Al-Arabiata, ne? Mm, lecker. Der Steffen schreibt, Ede durch die Kacke wartet, die Zombie-Armee einen Angriff startet. Lässt sein Leben, fällt in den Dreck. Ede bekommt einen Riesenschreck. Verzweifelt sucht Ede den letzten Gerd, der steht zu Hause am Herd. Brutzelt Eier, Würstchen, Speck und wirft sich vor Lachen weg. Geil, ey. Ede irrt verzweifelt hin und her, ich will Zombies, ruft sein Speer. Edes Sehen wird bald erhört, wenn er die Blutmondhorde zerstört. Pech für den Speer, denn dafür nimmt Ede die AK her. So sieht's aus. Oder die Pistole, ne? Lieber Steffen, aber wieder schöne gereimt. Vielen lieben Dank dafür. Echt cool. Oder so ähnlich steht drunter. Ach, geil. Vielen lieben Dank dafür. So. 60 Schuss noch. 2 Uhr, also so lange geht's nicht mehr. Da müssen wir den Rest wieder mit dem Speer machen. Aufräumarbeiten danach. Kennen wir ja schon. Nee, die geht nicht anders im Moment. Wer kommt denn da gekrabbelt? So, wo krabbelt sie rum? Nix Elektro-Ernie hier. Hallo. So, 42 noch. Die lebt immer noch. Muss ja langsam mal tot sein hier. Jetzt. So. Eieiei. Zack. Da liegt er. Guck mal, wie lange das dauert. Bis du hier was zusammengekleistert hast. Bis du den nachgeladen hast. Er ist ja... Sag mal, wo sind die alle? Sind alle hier hinten dran, ne? Kann das sein? Gibt's hier vielleicht doch was irgendwie so? Ah, eine Sporttasche. Wow, mit Vitaminen. Können wir aber mal nehmen. Da kommt ein... Ah, das ist die Schule hier, ne? Das ist die Schule, da könnten wir auch mal reingehen. Guten Loot holen. Sehe ich gerade erst. So, kommt her, Leute. Mann, 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 Mann. Genau, alle hier hin. Schon wieder 2 Hunde. 3 Hunde. Da ist Waschi Waschi. Bitte nachladen. Gleich ist eh vorbei. Dann haben wir alle 300 Schuss verbraucht. Ey. Hallo. Ups. Er hat immer noch 114 Leben. Ne, es ist unglaublich. Ich sag ja, das Ding macht so keinen Schaden. So, zweimal noch, dann ist finito. Dann war es das gewesen. Hallo. Haben wir mal gut getroffen. Danke dafür. Was macht ihr da? Weißt du selber nicht. So, jetzt ist er weg. Das war's. Wir haben nichts mehr. Die AK behalte ich für die Hunde, aber ich warte, bis die Nacht vorbei ist. Nicht, dass da dann wieder neue Hunde spawnen. Gucken wir mal nach dem nächsten Kommentar. Der kommt vom Kai. Da muss er auch wieder auf mehr Anzeigen drücken. Wie immer, wir kennen es. So, hey Radler Ede. Naja, ob ich jetzt jung bin, weiß ich nicht. So mit Baujahr 88, weil ich schaue meistens auf Handy. War noch mal wieder eine gelungene Folge. Wäre es nicht eventuell sinnvoll, schon Zement in der Schmiede herzustellen? Dann ginge es etwas schneller, wenn du den Mischer hast. Das Gas hättest du bei dem Roger abschalten können. Mach weiter so. Lieben Gruß an dich und alle in den Orten. PS MacGyver ist gemeint. Wissen wir jetzt mit MacGyver, ne? Und ja. Du hast gesehen, wie viel Zement wir schon brennen können, ne? 89, glaube ich. Das machen wir. Der Rest ist, ja. 149 Schuss für die AK. Komm, Wert 4 Uhr. Tiss, tiss. Wert 4 Uhr. Mann, Mann, Mann. So.
Wo sind die Hunde wieder? Soll ich dir was sagen? Ich hab Hunger. Heute noch nichts gegessen. Basensaale. Oh, wenn ich die jetzt schön hier wegnatzen könnte. Aber ich muss sagen, die Bude hier, die hält gut, weil die halt viel zum Wegkloppen haben, ne? Überall können sie drauf rumhauen. Das heißt, die verteilen sich gut. Guck, die hauen sich sogar gegenseitig. Kalter Herbst schreibt, hallo Edo und Edenauten. Eigentlich finde ich es egal, ob mit uns oder ohne uns. Du informierst uns ja, wenn du was gemacht hast, ohne uns. Aber wenn du meinst, dass du so schneller vorankommst, finde ich es okay, nicht jede Mission mitzubekommen. Wieder mal ein tolles Video. Liebe Grüße. Gruß zurück. Und es geht ja nicht darum, schneller voranzukommen, sondern es geht darum, immer und immer wieder dieselbe Quest, ne? Und seien wir ehrlich, wenn man da 5 Kilometer weit laufen muss für eine Stufe 1 Quest, dann schaffen wir nicht mehr als eine in der, pro Folge. Und ich kann ja auch nicht immer 20 Minuten mit dem Fahrrad durch die Wiese fahren, ein Haus leer machen, 20 Minuten umfahren, ne? Darum geht's mir. Das wird dann ein bisschen langweilig, wenn da nichts passiert. So, 4 Uhr, da sind die Hunde. Schon mal den weg da. Ist er weg? Der ist weg. Sehr gut. Der Hund ist weg, da ist noch einer. Nein, bleib doch hier, Hundi. Gut. Schön, dass wir den einen Hund wenigstens direkt getroffen haben. Hund, wo bist du? Da. Och, Junge, bleib doch mal stehen. Neun Leben hat er noch. Ich sag ja, ich bin zu langsam mit meinem dreckigen Mauspad hier. Hundertzwei von 200. Wo seid ihr? Huhu. Hundi? Also. Mann, komm her. Er ist weg. Er ist weg. Jetzt sollten eigentlich alle weg sein. Nehmen wir mal den Speer. Ich glaube, Loot haben wir nicht ein. So, kommen sie alle mal raus hier. Stück für Stück, bitte. Das wäre sehr, sehr löblich und nett. Da kommt der Erste. Holst den? Lass die Autos stehen. Zappel, Philipp. Ja, jetzt hauen sie auf den Autos rum. Oh Mann, ey. Du merkst, wie das ruckelt hier, ne? Weil es halt viele sind. Wenn jetzt noch eine Wanderhorde dazu kommt, dann wird's lustig. Dankeschön. Oh, wow. Ein Fertigkeitenpunkt. Krass. Ja, weg damit. Ja. Vermöbeln wir den armen Sascha. Weg damit. Alle da drin oder sind die alle da unten unter der Erde im Gasdinge oder so? Ich habe keine Ahnung. Rufen wir das Galileo Mystery Team. Ich glaube schon. Die werden alle da unter der Erde sein. Sind die alle da reingefallen und kommen nicht mehr raus oder so? Wetten wir. Guck, da hängen sie. Deppen. Sag mal. Seid ihr so blöd oder tut ihr nur so? Hörst du jetzt mal auf zu wackeln hier? Ist ja furchtbar. Wow. So, wer ist da noch?
Ja, hier hinüber. Die hängen alle hier fest. Seid ihr echt so doof? So, Ruhe? Ich hoffe doch. Junge, Junge, Junge. Und weißt du, was das Geilste war? Nicht ein Gerd wieder dabei, ne? Tja, wir vermissen Gerd. Wir vermissen Gerd. So, der Robert schreibt, alle mitsehen finde ich besser. Okay. So, wir haben die Horde überlebt, aber naja. Sie war sehr meh. Nicht ein Lootsäckel. Kein Gerd. Das war echt, echt low. Das war mal low. Waren wir hier schon dran? Nein. Warum war ich hier nicht dran? Was ist das? Ödlandschätze? Ich habe einen kleinen Trick angeeignet, wie ich ein bisschen aus Bäumen sammeln kann. Jawohl, da haben wir den Honig. Sehr gut. Sehr gut. Das ist die Kunst des Bergbaus. Edelsteine und so weiter. Was haben wir hier? Schlagmann. Auch gut. Aber benutzen wir ja nicht. Fahren wir zum Schatz. Vielleicht ist da ja was Tolles drin. So, das hat sich mal so gar nicht gelohnt. Die hat man schon gelootet. Schade, dass so wenig bei der Horde rumkam. Einen Punkt gemacht wenigstens. Kein Loot. Kein Gerd. Ich bin ganz schön enttäuscht. Aber was soll's. Es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Weiter geht's. So. Sehr schön. Wenn ihr noch Ideen, Anregungen, Wünsche und so weiter habt, könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Kein Problem. Immer gern gesehen. 360 Meter. Wäre das nichts Vernünftiges drin? Wobei, wir haben keinen Schatzsucher, nichts geskillt, ne? Oh nein, jetzt hänge ich wieder hier drin. Das ist immer so. Oh, da ist ein Elektro-Ernie, okay. Hier ist der Bunker drunter, ne? Jo, und da gibt es auch guten Loot. Den lassen wir jetzt aber mal. Da ist die Honigfarm. Ich glaube, die hatten wir schon ausgeräumt. Stumpi und Skeletor mal wieder. Komm mit. Mach dich da hinten weg. Hinterm Haus hier. Irgendwo im Nirgendwo da. Viel von der Map haben wir auch noch nicht erkundet, ne? Fällt mir gerade auf. Was kennen wir von der Map? Das hier. Wow. Händler U. Super. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier auch schon die neueste Version von Saschas Mod reingepackt habe. Ich glaube nämlich nicht. So, sonst würde der nicht Händler U heißen, ne? Das muss ich unbedingt noch machen. Ja, dann gucken wir mal, was da rauskommt. Kann sich ja nur um Stunden handeln, aber Lehm bauen wir auch mal für Pflastersteine und so weiter. Und dann geht es jetzt halt wirklich ans Quests machen. Jetons sammeln und zusehen, dass wir Bücher kriegen für einen Zementmischer. So, offen ist der Schatz. Was ist drin? Eine doppelläufige Schrotflinte. Endlich mal was. Nice. Endlich, ey. Puh, können wir hier den Dingens reintun? Verändern? Passt da noch was rein? Jo, da macht er auch nochmal mehr Schaden. Sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt direkt die Schrotflinte hier hin tun, statt dem Pistölchen. Auch wenn sie nur eins ist. Aber damit können wir wenigstens ein bisschen durch die Gegend schießen. Heißt, den Schatz haben wir. Wir haben jetzt 6800 Jetons. Ich glaube, hier hat sich wieder eine Wanderhorde verteilt während dem Buddeln. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Wir fahren jetzt hier so ein bisschen am Rand entlang und gucken mal, ob wir irgendwo noch einen Gerd finden, weil der fehlt uns ja immer noch für die Quest. Der eine Gerd. Hey, 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 hey. Und dann können wir das abgeben. Wir müssen was essen, trinken, auf jeden Fall. So, dass das mal wieder hochgeht. Das gibt's doch nicht, ne? Es muss doch irgendwo hier einen Gerd zu finden sein. Das ist unglaublich. Guck, da ist wieder ein Elektro-Ernie. Ausdauer auch Fehlanzeige. Du, da machst du überhaupt keinen Schaden. Da
Da machst du ja überhaupt keinen Schaden. Das kannst du dir sparen, ne? Das kannst du dir echt sparen. Ist ja mal sowas von null Schaden. So, auf zum Trader. Erstmal aus dem Gemüse wieder raus hier. Und ab nach Hause. Da, 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 da. Da ist... Ah, guck mal da. Skeletor. Hallo. Na, wie geht's Ihnen? Ja, ich weiß, du hast Hunger. Da ist noch eine Betty hier. Betty, Skeletor, alle da. Wie wunderbar. Ab in die Stadt. Und dann müssen wir gucken. Irgendwo muss es ja hier einen geben. Er ist echt wie ausgestorben. Die sind alle auf Hawaii mit ihren Hemden. Wetten wir? Irgendwie sowas. So, echt schon komisch, dass die wirklich nicht auftauchen. Aber sowas von null. Shotgun Messiah. So. Eine Ausdauer. Wir sind gleich zu Hause, dann kannst du ein bisschen was essen, ganz ruhig. Kommentare haben wir leider keine mehr, haben wir schon alle vorgelesen. Das ging heute mal fix, im Gegensatz zu den letzten Folgen der ganzen letzten Woche. Da war ja keine Ahnung, was hier los war. Da sind wir ja förmlich explodiert an Zuschauern und Co. Das war echt hui. So. Sehr gut. Da sind wir. Aber wir müssen ja gar nicht hier hin, ne? Doch, ich wollte hier hin, weil ich Sachen verkaufen wollte, um zu gucken, ob wir den Stahlspeer kriegen. Der macht ja nochmal eine Ecke mehr Schaden, ne? Zip. Und er will mit uns reden. Darf ich dein Inventar sehen? 7200 kostet der. Nahkampfschaden 40. Wir machen hier mit drei Mods drin 31. Das ist schon eine Ecke mehr, ne? Kriegen wir das denn hin? Was kriegen wir denn für die 38? Willst du mich veräppeln? 22, 25. Der will mich doch veräppeln. Kaufst du sowas hier? Nein. Schade. Die muss ich behalten. Was kriege ich für den? 400, aber ich will meine Dingens behalten. Alrighty then, on your way. Ja, genau. On your way. Ist das jetzt? Nein, das sind die Samen. Alles klar, ich dachte gerade, ich habe die hingeschmissen. So, was kriege ich für den jetzt? 121. Wir brauchen 7200. Was können wir denn noch verkaufen? Das hier? Jo. Da haben wir eh eine Menge von. Und hier die Silberklumpen. Jetzt sollte es reichen. Tada! Sonst irgendwas hier? Ein Amboss haben wir schon. Den brauchen wir nicht. Bauernfrühstück. Mhm. 1200, die spinnen noch. Hallo? Ist ja noch ganz sauber in der Birne. Was sind denn das für Preise? So, wo ist der Speer jetzt? Hier, da. Zack, verändern, Farbe rein. 1, 2, 3. Wieso zum Teufel ist ein Totengräbermod da drin? Hm. Wir haben einen Stahlspeer. Du da, du da. Den gebe ich so schnell nicht mehr her. Du da du da day. So. Auf nach Hause. Essen, trinken, Sachen wegräumen und hoffen auf Gerd. Irgendwann muss er ja mal wieder auftauchen. Der kann ja nicht Dauerurlaub machen hier. Das geht so nicht. Eieiei, aber du hast es gemerkt eben beim Buddeln für den Schatz, ne? Das dauert mit den Klamotten hier natürlich sehr, sehr lange. Deswegen habe ich das so in Timelapse gemacht und ein bisschen zusammengecuttet. Einfach, weil wir nicht 20 Minuten herumbuddeln können für nichts und wieder nichts. Wo nichts passiert. Und dann so, ein Stein. Oh, ich buddel. Und noch ein Loch. Mein Loch wird größer. Also, das ist dann, nee. Dit geht nicht. Dit geht nicht. So, machen wir auf hier. Trinken können wir eigentlich direkt hier. Haben wir ja bei uns. Eins, zwei. Es ist voll ungewohnt, dass hier wieder die Gläser da sind. Haben wir was zum Kochen drin? Nein. Dosenfutter, was haben wir denn da? Ja, Ravioli in der Dose zweimal. Gibt schon 60. Ja. Katzenfutter gibt 10, sind 70. Nochmal so ein Janka, 30. Sollte eigentlich reichen, ne?
89. Gucken wir mal, was wir hier alles kochen können. Fürs Essen, du. Gar nichts, weil kein Holz drin ist. Experte. So, das kannst du kochen. Das kannst du kochen. Das kannst du kochen. Das kochen. Sollte reichen. Jetzt ist voll. Okay. So, rein da. Wir hatten den Sand da reingepackt, damit wir Gläser machen können, ne? Mach mal auf. Das muss ja auch noch gut werden hier. Die ist aus. Das gefällt mir nicht. Dann gib hier auch nochmal die Hälfte rein. Bitteschön. So, leerer Wasserkrug. Wie viel können wir machen? 83 Stück. Danke. Genau das meine ich. Genau deswegen haben die das rausgenommen, ne? Weil das geht so schnell. Und jetzt gehen wir draußen an unsere Pfütze und haben die alle voll gemacht und du hast keine Wasserprobleme mehr. Beim andersrum mit der Wasserfiltermod und so weiter hast du auch keine Probleme mehr, wirklich. So. Und so. Jetzt überall mal hier reinräumen. Bitteschön. Schwupp. Die können auch hier rein. Mit Dima. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wir können das ja so machen. Die Jetons können hier bleiben. Der kann hier bleiben. Das und das. Der muss wieder bei mir rein. So, die und die können wir eigentlich zerlegen. Da kommt sowieso nur Müll raus. Weg damit. Habe ich jetzt die Pistole hingetan? Habe ich die wieder hier oben reingeräumt? Natürlich. Was sonst? Das kannst du auch zerlegen. Da braucht man nicht. Erste Hilfe hier da rein. In die Werkbank können noch Glasscherben. So. Wer weiß, ob wir die nochmal brauchen. Wir werden sehen. Was zu trinken haben wir, was zu essen haben wir. Alles wieder da. Rita, die brennen ein. Fax haben wir gerade keins. 5 Stück vom Level Up. Da müssen wir mal weitermachen. Ach, das ist der Gebietsschutzblock hier, ne? Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? So. Wie sieht's aus? Totenstille. Eine Betty ist da. Komm her, du musst mal testen hier. Was los? Fuck. Dankeschön. Wer ist das? Waschi waschi. Boing. Boing. So. Auf geht's. Wo waren wir noch nicht? Wir gehen jetzt einfach in irgendein Haus und suchen einen Gerd. Es kann nicht sein, dass wir keinen finden. Das ist echt ein Ding der Unmöglichkeit hier. Unglaublich. In der Scheune waren wir schon, hier waren wir schon, in dem grünen Haus waren wir schon. Ne? Wir waren eigentlich schon überall hier in der Nähe. Wir müssen mal ein bisschen weiter rein. Irgendwo versteckt sich Gerd. Mit seinem Gefährt. So, waren wir in dem flachen Haus da schon? Ich glaube nicht, ne? Oder? Waren wir hier schon drin? Nicht, dass ich wüsste. Mal guck, Max Speck im Garten. Kommst du her? Dankeschön. Bald dürften dann auch Ferale ankommen. Da müssen wir mal weitermachen, du. Auf das Ding. Lass sie in Ruhe. Wir sind nur auf der Suche nach Gerd. Okay. Es regnet Zombies. Hallo. Denn jetzt ja. So. Wer ist da drin? Ja. Unser Freund Elektro-Ernie.
Jetzt mache ich die Tür und den Rahmen kaputt hier. Statt ihn zu treffen, weißt du? Also manchmal. Aber nur manchmal. Oh, Footballhelm, okay. Ist gar nichts. Das ist nicht Gerd, das ist Lambaklaus. Geh weg. Ah, okay. Dankeschön. Dankeschön. Guck mal, ein Dreier Jagdmesser. Das können wir schon behalten, wenn wir die Klingenwaffen skillen wollen, ne? Können wir ja auch schon mal ein bisschen skillen hier. Wo ist es? Tiefe Wunden wollten wir skillen, ne? Dafür brauchen wir das auf 3. Jo. Finde mehr Klingenwaffen und Teile in Beute. Machen wir doch mal. So. Haben wir das. Dann können wir das nach und nach austauschen. Waschi, Waschi, ich bin da. Wo willst du hin? Du Pfeife. Aber mal wieder kein Gerd hier, ne? Man kennt es. Ach, das ist die Garage, okay. Dankeschön. So, Forge Ahead kann man gebrauchen. Die nehmen wir mit. Da sind wir jetzt schon bei 19 von 75. Das ist auch gut. Wir brauchen ja 30. Ist nur komisch, dass du hier immer nur ein Buch findest. Aber vielleicht ist das auch wieder extra gemacht, um das Ganze ein bisschen zu... in die Länge zu ziehen, ne? Dass man nicht wieder so schnell fertig ist. Das heißt, du kommst hier rein. Hallo, Ronald. Oh. Die McDonald's-Zwillinge hier. Weg mit dem Arm. Brauchst du eh nicht. Hallo? Ne, nix und niemand. Nix und niemand hier. Und jetzt sind wir wieder hier oben. Türe verschlossen. Ich glaube, höher geht's nicht, ne? Nope. $13. Haha. Gut, raus, ab zum nächsten. Eieieiei. Da, 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 da. Sehr schön. Heute wenigstens keine Hundehorde, bevor wir oder nachdem wir die Horde gemacht haben. So rum. Guck mal hier im Shamway vielleicht. Da muss doch irgendwo ein Gerd drin sein. So wie der aussieht. Der will ja bestimmt was zu essen haben. Gucken wir mal. Es geht ja nur um den einen Gerd. Danach sind die mir egal. Hallo. Oh lol, direkt kaputt. Bleib stehen. Ja. Weg damit. Na schön. Okay. Hallo? Ich glaube, hier war ein Polizist drin, ne? Da ist Ernie. Weg mit dir. Ja. Oh, Rosi. Weg. So, jetzt kommen mehrere. Flossen weg. Habe ich die erlaubt, mich anzufassen? Was hier drin? Ich denke, hier ist was. Ah, Sascha, hallo! Wie geht's dir stets? Ist echt wie verhext, ne? Es ist wie verhext. Gerd ist ausgestorben. Gerd ist ausgestorben. Gibt's nicht mehr.
Was? Poldi? Wer ist denn Poldi hier? Jetzt zum Teufel ist Poldi. Was ist das? Der glückliche Sammler. Okay, danke schön. Essen nehmen wir auch wieder mit. Ei. So, da noch was. Irgendwo ist wieder ein Stumpi, der hier rumkrabbelt. Da. Sehr schön. Ah, verstehe. Hier ist nichts. Geht's hier hin ins Lager. Okay, da geht's aufs Dach. Gucken wir mal. Vielleicht gibt's ja hier wen. Nee, nix. So wie es aussieht. Hallo. Ich will da dran vorbei. Lass das. Junge, macht das Aua. Das ist nur ein bisschen Stacheldraht. Hallo? Klar. Elke. Tschüss. Good night. So. Vogel ist da hier. Wieder ein Punkt. Sehr gut. Das heißt, könnten wir schon... Oh, guck mal, hier haben wir auch noch Scharfschütze, Speermeister. Warum lese ich das denn nicht? Das Dreier könnten wir eigentlich mal hier hinpacken. Dann können wir nämlich direkt mal testen. So. Weil wir wissen ja durch euch hier, ne, dass die auch nicht schlecht sind. Schnell. Vor allem der starke Angriff. Wissen wir jetzt aus der Prepokalypse, ne? Wie geht das denn hier hin? Nirgendwo. Aber hier ist ja nix. Bin ich nur wieder unten. Komm ich nicht ran. Oh nein, ich bin runtergefallen. Wie schade. Da müssen wir nochmal hinten gucken. Ich weiß, das kann man alles mitnehmen hier, aber lassen wir jetzt mal. Gucken wir nochmal hinten im Lager. Wo wir nicht rein sind hier. Hallo? Okay, hier ist noch nicht die neueste Version drauf. Weil der Rocker heißt noch Rocker. Natürlich bleib ich hier wieder irgendwo hängen, ne? Wir kennen es. So, merken, neueste Version draufpacken hier bitte. Auch nichts. Doch, wisst ihr was, Leute? Ich gebe es jetzt erstmal auf. Gerd ist verschwunden. Der ist untergetaucht. Ist bestimmt in der Unterwelt zu finden jetzt. Dafür muss Wilma jetzt dran glauben. Ob sie will oder nicht. Dankeschön. Ja, das dauert noch definitiv noch länger, weil es halt nicht komplett geskillt ist. Aber funktioniert auch schon ganz gut. Skillen wir das jetzt nach und nach auch hoch. Im Hinblick auf das Katana und die Supermod da. Ne? Dann würde ich sagen, wenn dir diese Folge gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit und bis zur nächsten Folge.